Danke, Andi, für die Einführung. Ich muss etwas vorweg, also wenn jemand da hofft, dass ich da erkläre, wie man genau Geld verdient mit Blockchain, also im Sinne neue Ertragsquellen, da muss ich euch mal ein bisschen enttäuschen. Ne? Die Secret Sauce, die behalten wir mal. Aber ich kann euch mal sicher mal ein paar Hinweise, auf was man so schauen kann oder achten kann in dieser neuen Welt, sagen wir so, der aufkommenden Welt, was vielleicht oder andere Ineffizienz ausnutzen kann. Also eine Welle der Digitalisierung, die rollt einfach auf uns zu. Also die traditionellen Firmen, die sind konfrontiert mit immer neuen aufkommenden Trends, technologischen Themen, organisatorischen Themen. Man kann viele Prozesse vereinfachen, verschlanken, günstiger machen. Und wenn wir denken, dass jetzt durch diese Technologie denkbar wäre, dass wir ganz viele Gegenstände eindeutig identifizieren können, dass wir mit denen Transaktionen anstellen können, wir können sie transparent in einem Ökosystem bekannt machen. Die Blockchain-Technologie ist quasi unterschwellig in der Welle, die schwimmt man mit. Heute sieht man die nicht so ganz, aber die Auswirkung ist meines Erachtens mindestens, wird sehr groß sein. Und einige Businessmodelle, also die traditionellen oder die heute existieren, die werden sich verändern. Und ein Beispiel, den man hier als Swisscom gern zeigen könnte, ist das ganze SMS-Markt. Das ist de facto, wir dachten, hey, das läuft super, wir machen relativ viel Geld mit dem. Und dann quasi über Nacht war ein Ersatz da, den wir quasi auch enabled haben mit dem Netz, mit mehr Kapazität, Mobilgeräte. Das heißt, wer besser als wir als Swisscom mal überlegen müssen, was könnten die Auswirkungen sein von diesen neuen Technologien, neuen Möglichkeiten, die so eine Blockchain erlaubt. Und die Frage ist eben, wer könnte oder welche Sektoren, welche Branchen könnten davon tangiert sein? Und die Finanzindustrie, wir haben es soeben gehört, Zahlungssysteme werden anders, schlanker, Transaktionskosten ist sicher ein Punkt, den man da optimieren kann. Es gibt die ganze Sharing-Economy, die aufkommt. Wenn ich jetzt mal peer-to-peer ganz einfach so Geld austauschen kann, dann kann ich mein Auto mieten, meine Bohrmaschine relativ schnell, unkompliziert zur Verfügung stellen und dafür Geld bekommen. Die Stromindustrie kann auch tangiert werden. Da kann ich mein Solarzelle auf dem Dach und dafür Strom verkaufen oder beziehen, je nachdem, wie ich das brauche. Die Musikindustrie, also die IP-Rechte, Digital Rights, dafür spricht man sehr viel, dass es transparenter wird, dass wenn ich mal ein Musikstück publiziere, dass das ganze Geld nicht bei der Record Company stecken bleibt, sondern tatsächlich auch in meine Tasche landet. Und jetzt, wenn wir uns mal vor Augen führen, was sind die so Evolutionsschritte, die man in der Digitalisierung bis jetzt gemacht hat oder gesehen hat? Man hat in der Digitalisierung angefangen zu optimieren, also innerhalb eines Unternehmens Prozesse zu optimieren, Prozessschritte automatisieren, vielleicht ganz eliminieren. Dann kam eine nächste Welle, die Monetarisierung von Daten. Da hat man gesehen, hey, gewisse Firmen haben einen Haufen Daten, da haben wir angefangen zu überlegen, hey, kann ich aus den Daten Geld machen, also neue Ertragsquellen irgendwie generieren. Und dann hat man Ökosysteme angefangen zu bilden, sogenannte API-Economy, also das, was ich als Unternehmen gut kann, die stelle ich in digitaler Form zur Verfügung, in Form von API, in Form von Daten. Also Open Data war auch ein Stichwort heute Morgen in der Einführung. Und jetzt ist die Frage, was sind jetzt die neuen Charakteristiken, die wir da im Kontext von der Blockchain mal sehen, die hier quasi die nächste Welle zünden können. Und wenn wir denken, was kann eine Blockchain de facto anbieten, ist eine
geteilte Sicht auf gemeinsamen Daten. Es ist eine sichere Transaktionart, dass ich weiß, wer besitzt was, wer kann etwas übertragen, dass ein Konsensfindungssystem ist zwischen möglicherweise unbekannten Partnern. Und das sind die nächste Welle, sehen wir, hat diese drei Haupteigenschaften. Dezentralisierung wurde bereits mehrmals erwähnt. Von Grund auf ist die Technologie dafür konzipiert, dass man keine zentralen Autoritäten mehr braucht. Es braucht de facto keine zentrale Bank mehr, die da mein Konto führt und uns aber und einigermaßen transparent bei mir dem Konto abziehen und dem anderen einfach das Geld überweist. Die Disintermediation ist eine Folge davon. Jetzt kann man sehr viel bilateral, peer-to-peer, zwischen Individuen, aber auch zwischen Unternehmen. Es gibt ganz viele Branchen, zum Beispiel die Versicherungsbranchen, wo noch Zwischenhändler, Brokers dazwischen geschaltet sind. Die haben immer weniger Wertschöpfung. Entweder finden sie eine neue Rolle, eine neue Art, wie wirklich wertschöpfen können, oder die werden einfach umgegangen. Und dann als drittes Element, wir können jede Art von digitalisierter Asset jetzt so monetarisieren, handeln, transferieren. Das Ganze hat mit Bitcoin angefangen und ich behaupte, das war dafür die Killer-App. Also wir brauchen keine Killer-App mehr für die Technologie. Die haben wir, das ist Geld. Ich kann heute unkompliziert Geld von mir zu einer anderen Person transferieren, ohne Zwischenstadium. Und jetzt, was kann man sich hier darunter vorstellen? Ich habe zwei Hauptelemente. Und ich fange bei der, das, ja, genau, so die Schrift ist halt, die, ich sage, ein wesentlicher Punkt ist, was ich sage, die Ära von der kryptografischen tokenisierten Assets. Und was ich damit meine ist, dass durch die, sagen wir so, Magic der Hash-Functions und Digital-Signaturen kann ich jetzt jeder beliebige Gegenstand eine eindeutige Identifikation geben. Es kann ein Stück Geld sein, es kann mein Führerschein sein, ich kann physische Gegenstände eine eindeutige digitale Identifikation geben, der Raum XY, wir haben ihn auch gehört, es gibt ja intelligente Schlösser, die ich auf- und zumachen kann, bestimmten Zugang zu bestimmten Geräten oder Räumen gewähren. Ich kann immaterielle Güter auch eindeutig identifizieren. Es ist schon sehr viel über Stimmen, also Abstimmen. Ich kann mein Stimmrecht als digitale Einheit nutzen, monetarisieren in Anführungszeichen, ich verkaufe den nicht, das wäre durchaus vorstellbar, aber ich kann in dem System mit einem digitales Asset, mein Stimmrecht, da partizipieren. Eine Kilowattstunde zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Solarzelle auf dem Dach habe und dafür gekoppelt mit einem neu modernen Stromzähler, dann kann ich jede Stromeinheit eindeutig identifizieren, ins Netz speisen und dafür Geld bekommen. Das ist durchaus alles denkbar. Oder so digitalisierte Assets, wie wir sie heute kennen, zum Beispiel Dokumenten, die digitale Form sind, die kann ich signieren, die kann ich eindeutig identifizieren und entsprechend manipulieren, handhaben. Die Blockchain erlaubt mir die Herkunft zu gewährleisten bzw. nachvollziehen, erlaubt mir den sicheren Transfer und damit kann man auch eben schauen, wie kann man allenfalls das noch monetarisieren. Jetzt, wenn man die drei kombiniert, physische Gegenstände mit sagen wir so, immaterialen Gütern, Strom, mit zum Beispiel Verträgen, also wir haben auch von Smart Contracts gehört, ich kann Vertragsklausel bis zu einem gewissen Grad zumindest in Code gießen und ich weiß, wenn ein Event eintritt, wird der Code
ausgeführt, bestimmte Regeln werden ausgeführt und generiert daraus, andere Transaktionen kann eine Zahlung auslösen und so weiter. Und jetzt stellen wir uns vor, ich habe mein Auto, Elektroauto, stehe an einem Ampel und im Boden sind ja Induktionsladegeräte eingebaut. Ist jemand da von der Strombranche? Schnell aufmerksam zuhören. Ich kann mein Auto laden für, weiß es nicht, 10, 20 Sekunden. Das Auto hat ein Wallet, hat Geld. Ich kann auch gleich den Strom zahlen, den ich gerade per Induktion in mein Auto eingespiesen habe. Also wenn man jetzt die drei Dinge, alle eindeutig identifizierbar, sicher, transaktionierbar, dann kann man sich ganz viele, ganz interessante, spannende Ideen überlegen. Und zweiter Aspekt, was eigentlich das Ganze revolutionär macht, ist diese Idee vom Ökosystem. Also die Blockchain-Technologie, wie gesagt, ist so aufgebaut, dass es dezentral funktioniert und macht auch nur dann Sinn. Das heißt, ich für mich alleine eine Blockchain im Keller zu betreiben, bringt mir nicht viel. Wenn ich aber anfange, mit meinem Partner in meinem Ökosystem zusammenzuarbeiten, die Gegenstände, die Verträge, die Dokumente, die ich mit anderen austauschen kann, so mittels der Technologie viel effizienter, sicherer, schneller machen kann, dann habe ich einen höheren Gewinn. Und die traditionellen Ökosysteme, haben wir gesehen, es braucht immer eine Art zentrale Stelle, die heute eine gewisse Funktion hat, gewährleistet, dass die richtigen Konti gewechselt werden, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht, wenn wir denen vertrauen. Auf die Frage zum Beispiel, kann eine Bank Geld erzeugen? Die Antwort ist ja, das heißt Fractional Banking, die können de facto Geld aus dem Nichts stampfen. Ich sage, wollen wir das? Weiß es nicht. Wenn im Fall von Contention, von Disput, da braucht es eine noch höhere Instanz, eine noch höhere Autorität, die einfach zwischen Parteien schlichten. Jetzt neues System, diese neuartige mögliche Ökosysteme, die durch die Technologie erlaubt werden. Da kann man sich vorstellen, es wird dezentralisiert, jeder hat eine Sicht, gemeinsame Sicht, gesicherte Sicht, per Konsens gesicherte, dass alle den gleichen sehen. Record Keeping, also ich weiß, wer hat was, wer kann was beziehen, wer kann was verkaufen, wer kann was transferieren. Das Vertrauen geht de facto in den Interaktionsmechanismus, in der Technik. Wird transferiert von den Entitäten, die da partizipieren, in die Interaction Fabric, wie ich das hier nenne. Ist das grundlegende Interaktionsmechanismus. Ich vertraue, dass digitale Signaturen sicher sind. Ich vertraue, dass diese Hashes richtig funktionieren. Ich vertraue all die technischen Elementen, die der Professor da uns vorher ganz schön aufgeführt hat, das eliminiert oder ermöglicht die zumindest partielle Eliminierung von all diesen Zwischenhändlern. Und das ist die Haupteigenschaft von den neuen Möglichkeiten. Tokenisierung, ich weiß nicht, ob es ein besseres Wort dafür gibt, die Digitalisierung, kryptografische Sicherung von Assets, allem Möglichen, nicht nur Geld, und ökosystembasierte Interaktion und die Automatisierung. Versuchen wir mal ein Beispiel aus der Swisscom-Welt zu machen. Ich kann nicht behaupten, dass das, was ich zeige, aktuell gerade in Entwicklung ist und in Planung und in der Roadmap. Kann sein, aber vielleicht auch nicht. Die Swisscom hat ein System, heißt ConnexTrade. Ich weiß nicht, ob jemand das da hier kennt. ConnexTrade ist eigentlich eine Plattform, die die Rechnungsstellung digitalisiert hat. Und eine der Hauptaufgaben ist, Rechnungen digitalisiert zu übermitteln zwischen Käufer und Lieferanten. Es braucht spezielle Vorkehrungen, weil wir haben eine Erlaubnis von der
Mehrwertsteuerbehörde, dort wird tatsächlich elektronisch für einen Dritten Rechnungen digital signieren können. Und ja, wir machen nichts anderes, als wir bekommen die Rechnung von einer Seite und wir schicken das auf den anderen, alles elektronisch. Noch keine Zahlung, nichts. Das ist das, was wir machen. Und damit kann man heute ein bisschen Geld verdienen. So, jetzt, wenn man schaut zwischen einem Lieferant und einem Käufer, das Invoicing, also Rechnungsstellung, ist nur ein kleiner Schritt von dem, was noch passieren könnte. Da geht in Richtung Trade Finance. Das heißt, dazwischen, es gibt noch Zahlungsströme, es gibt Bestellungsströme, es gibt Verzollungsströme, Shipping, Lieferung. Und jetzt kann man sich vorstellen, da gibt es ganz viele Schritte dazwischen. Seit dem Moment, dass ein Käufer was bestellt und geliefert wird und tatsächlich eine Rechnung rausgeschickt wird, passiert noch sehr viel. Und es ist durchaus denkbar, dass man gewisse Funktionen weg vom Invoicing oder zusätzlich zum Invoicing auf die gleiche Art und Weise elektronisch, digital, signiert, sicher abgehandelt werden. Zum Beispiel die Zahlung, das ist ja naheliegend. Man könnte einen Zahlungsstrom gerade sich an Bitcoin anschließen, das wäre noch gelöst. Man kann sogenannte Vorauszahlungssysteme sich überlegen. Es ist ganz viel möglich. Es gibt noch eine andere Dimension. Das ist zum Beispiel, das sind die Behörden, die noch was dazu beitragen in dem ganzen System. Und ein guter Beispiel ist das Onboarding. Wir haben einen recht aufwendigen Prozess, weitgehend manuell. Wenn sich eine Firma entweder als Käufer oder als Supplier bei uns auf der Plattform anmeldet, müssen wir de facto alle Prüfungen machen, so wie das Handelsregister. Weil wir müssen sicherstellen, dass die Firma A existiert, dass sie sauber registriert ist, und da kommt noch dazu, die Mehrwertsteuer richtig eingetragen ist und sind alle Prüfungen, die eigentlich das Handelsregister schon macht. Ist jemand von Handelsregister da? Weil dann müssten wir noch mal schnell darüber reden. Es ist durchaus vorstellbar, dass wir die Mehrwertsteuerbehörde und die Handelsregister, die sind auch noch föderalistisch aufgebaut. Das macht es noch spannender. Das macht es noch interessant. Die sind ja per Definition distributed. So, und jetzt, man kann sich das Ökosystem so vorstellen. Und jetzt, was kommt als nächster Schritt, wenn man schon so viele Akteure hat, die ständig Sachen miteinander tauschen müssen, verschiedene Dokumente, Zahlungen und. Machen wir doch eine Plattform, Player übergreifen, all die da was zu tun haben oder zu sagen haben oder zu melden haben, Register, Einträge, Rechnungen, Zahlungen, Shipping-Documents, wäre das Ganze vorstellbar, dass wir so ein weltumspannendes Netz eigentlich noch bauen könnten, um diesen Prozess, einfacher Prozess zwischen was bestellen und dann bekommen und dafür zu zahlen, viel effizienter, viel schneller aufbauen können. Und das ist alles ermöglicht durch die Blockchain, durch die Eigenschaften der Blockchain. Macht das soweit Sinn? Und das war eine Vorstellung, eine Idee, was kann man noch machen, was wird alles möglich oder was ist denn möglich durch die Technologie? Und meine Hauptmessage ist, das ist die Technologie, aber dadurch werden ganz spannende, ganz interessante Sachen erlaubt. Was wir sonst bei Swisscom machen, ein bisschen Werbung darf doch noch sein. Wir haben zum Beispiel intern ein POC oder ein Prototyp gemacht mit Voting. Wenn man so gewisse Sachen zur Abstimmung steht, dann gibt es ein Blockchain-basiertes Voting-System. Also jeder hat ein Vote und kann den Vote einfach eingeben. Und das war's.
Wir haben Loyalty-Programme zum Beispiel für diese Banken schon mal prototypisiert. Eine Loyalty-Karte, so eine Cumulus oder so, ist nichts anderes als sowas wie Geld. Ich habe gewisse Punkte, kann ich mit den Punkten was machen? Wir haben einen gemacht mit einer Großbank, wir sind den zweiten aufsetzen. Dann es gibt ein Projekt, das momentan läuft, im außerbörslichen Handel, also sogenannten OTC-Trading. Aktien, die nicht bei der SIX kotiert sind, ist jemand von der SIX hier, sind die Firmen, die Aktien, die nicht an der SIX kotiert sind, sondern quasi unter der Hand, over the counter so, gehandelt werden, kann man über eine Blockchain-basierte Plattform machen. Ich besitze 10 Stück, ich will 5 verkaufen, kann man relativ schlank, ich übergebe die 5 Stücke, bekomme Geld dafür und ich muss nicht 2-3 Tagen warten, bis das ganze Clearing, Settlement und all das, was dazugehört, passiert. Dann noch ein paar anderen Legal Hub ist die intelligente, schlanke Vorbereitung, Aufbereitung, Aufbewahrung von rechtlichen Dokumenten. Und dann es gibt sowas wie der Notarkey, so Notariatsplattform, wo man sehr viel Dokumenten, die vom Notar eigentlich abgestempelt werden sollen, kann man die auch relativ schlank digital aufbewahren, transferieren. Und Möglichkeiten hat es noch ganz viele. Healthcare-Bereich wäre natürlich auch ganz spannend. Ja? Patientendossier, Weitergabe von Dokumenten zwischen Ärzte, Spitäler, Patienten, Krankenkassen und, und. Der Fantasie sind da wirklich praktisch keine Grenzen mehr gesetzt. Und wie machen wir das? Wir machen das natürlich ganz schlank, agile. Wir schauen uns das Problem an. Wo sind wirklich die Probleme? Wie kann man die schnell lösen? Und iterieren. Schnell, agile. Immer ein Auge auf den Mehrwert. Wir machen es nicht, weil wir Freude an der Technologie haben, sondern weil wir ja für uns selber, wie auch für unseren Kunden Mehrwert generieren können oder Wert freisetzen wollen. Vor kurzem sind wir Mitglied vom Hyperledger-Konsortium. Hyperledger ist, glaube ich, der größte Konsortium, das Technologieplattformen anbieten, um Private Permission Chain aufzubauen, so wie der Herr von der PostFinance erwähnt hat. Eine Blockchain, die Bitcoin, die ist völlig offen, jeder kann drauf was machen. Es gibt die Variante für Unternehmen, sagen wir so, wo nicht unbedingt jeder darf mitmachen und nicht jeder darf alles sehen. Und dafür ist das Hyperledger, die Hyperledger-Plattform gedacht. Wir sind da einer von ein paar hundert Mitglieder, der einzige oder der erste Schweizer Unternehmen in dem Konsortium. So, zum Schluss. Die Welle rollt auf uns zu, die Blockchain schwimmt damit. Vielleicht kommt es so, vielleicht kommt es anders, vielleicht morgen und es braucht ein bisschen mehr Zeit. Aber eines bin ich davon überzeugt, das wird kommen, diese Veränderungen, die werden kommen und keiner in diesem Raum kann nachher sagen, ich habe es nicht gewusst. Danke. Noch ein, zwei Fragen an dem Plenum. Ihr seht natürlich auch Swisscom, die sich mit agilen Komponenten beschäftigen, oder? Und das ist auch ein Kultur-Change und was vielleicht viele Firmen auch mitmachen, da gibt es so viele Diskussionen, ja? Ja, meine Frage ist, ist der Outcome von so einer Blockchain immer ein Token? Also würde das jetzt bedeuten, dass alle in diesem Verbund das gleiche Token nutzen? Oder, und ein Token ist nicht nur oder nicht immer Geld. He? Da sind wir uns einig. Jetzt stellen wir uns vor, ich will mein Auto verkaufen. Jetzt, ich treffe mich auf dem Parkplatz mit dem, der das Auto kaufen will. Mein Token ist mein Fahrzeugausweis. Also ich kann jetzt den Token kryptografisch
gesicherte, digitalisierte Fahrzeugausweis, das ist ganz unkompliziert, per App übergeben und gleich auch noch Geld entgegennehmen. Also ein Token ist ein, ja, wie kann ich sagen, ein abstrakter Konstrukt. Ist etwas, das Wert hat. Ein Zertifikat, dass ich etwas besitze, dass ich etwas über etwas verfügen kann. Also, okay, eine letzte Frage. Ich habe eine Frage in einem anderen Zusammenhang. Ich habe ja auch früher bei Swisscom gearbeitet. Die Telekom-Operatoren und die Mobil-Operatoren haben ein etwas Einmaliges in der Hand. Das ist das GSM-System. Es gibt weltweit kein anderes Finanzsystem, der in der Lage ist, weltweit ein Terminal zu identifizieren, relativ gut, und man kann eine Rechnung für 10 Rappen sichern. Wer kann im Marktsystem das machen? Hindern diese neue Technologie nicht neue Visionen in der Branche? Passiert etwas international? Weil es klar, dass die Banken haben immer gesagt, wir wollen das nicht. Also international unter Operatoren, das weiß ich nicht. Aber natürlich im Sinne von der Monetarisierung von digitalisiertes Asset, dass sich die Swisscom gewisse Überlegungen macht, das ist so, ja. Und dass wir auf vielen Informationen sitzen, die in so einem Ökosystem durchaus nützlich sein können. Das ist naheliegend. Ob ich Telefonminuten zum Zahlen nutzen kann, sowas. War das die Frage? Ob wir so Telefonminuten als Zahlungsmittel. Im Prinzip mit einem Smartphone einen Haufen Sachen machen. Ja, ja. Weltweit. Ja, ja. Und das ist ein Finanzobjekt. Ja. Und das GSM-System ist relativ sicher. Ja, nein, ja. Ja, aber wir haben neue Technologie und ja, genau. Nicht diese neue Technologie nicht einbetten, dass es etwas, ja, das universelle Finanzsystem bekommt, die man hofft. Niemand ist in der Lage, das zu machen, die Ausnahme zu machen. Es ist so, ja. Wir haben sehr viel das Endgerät und die Person ziemlich genau identifizieren kann, ja. Und entsprechend was machen kann. Okay, also diese Gespräche können sicher noch weitergeführt werden. Beim Aperolisch, oder? Das ist auch die Idee. Ich möchte dir nochmal ganz herzlich danken. Danke, Arne. Sehr schön.